Moin Leute, Kollas hier. Willkommen zurück zum Monsanto World Iceborne. Erste Quest ist quasi jetzt dran. Puke Puke Jagd. Hatte ich doch noch nicht. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Nicht wundern, ich habe die Stimmen von denen ziemlich leise gedreht. Weil gerade die Wildexpertin kennt man halt. Und hasst sie dafür, dass sie die ganze Zeit nur am Labern ist. Es war mit Abstand der nervigste Charakter, den es im Monster Hunter World gab. So. Oder gibt. Weiß ich schon, wo er ist? Nö. Gucken wir mal. Oh, Schweinchen. Schweinchen. Ja, ich weiß, dass es daher geht, aber ich will mal kurz das Schweinchen mitnehmen. Ich brauche das Schweinchen einmal eben. Ich brauche die Haut. So. Dann geht's weiter. Und da hinten ist es. Die Monster bei Monster Hunter World sind halt auch so cool. Und die Jagden, die machen einfach immer Laune. Egal wie häufig man die macht. Schade, das wollte ich noch mit blocken. Ja, das glaubst du auch nur alleine. Dass ich mich davon hitten lasse. Aua. Da war ich gerade mitten in der Combo drin. Das ist halt auch eine Sache, die mochte ich nicht bei Longsword. Oder halt auch Greatsword. Die Waffe fühlt sich ultra träge an. Und wenn du einmal in der Combo drinne bist und das Vieh macht einen Angriff, dann bist du voll am Sack. Deshalb musst du das ziemlich krass timing technisch machen. Und da warst du einfach mit dem Bogen einfach unendlich mobiler. Bogen ist eine sehr, sehr coole Waffe, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Werde ich jetzt aber, wie gesagt, in den Playthrough erstmal nicht spielen, sondern wirklich nur Waffen, die ich selten bis gar nicht gespielt habe. Um ein bisschen dazu zu lernen. Vor allen Dingen, wenn ich den Waffen ein bisschen mehr eine Chance gebe, dann merke ich vielleicht, wie geil die halt auch sein können. Dann gucken wir mal. Ah, warte, 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 warte. Komm hier runter. Komm hier runter. Ah, geht auch so. Okay. Erstmal wieder 37 mal in den Arsch stechen, beziehungsweise in den Rücken. Ein bisschen an den Kopf. Einmal wieder auf dem Rücken. Und einmal wieder Kopf. So, und jetzt gibt es nochmal ein bisschen Zunder. Sehr gut. Der Großjagers, der wird jetzt nerven. Muss nachladen. Nicht gut. Boah, gerade noch geblockt gekriegt. Oh ja, das ist ein guter Hit. Das ist ein sehr guter Hit. Erstmal direkt wieder in die Fresse gegeben. Aua. Bin halt vergiftet. Ist gerade halb so wild. Sollte man nicht allzu lange ignorieren. Aber jetzt trinke ich erst was. Hat er jetzt ernsthaft ab, oder was? Ach, da ist was. Nee, nee, nee. So man nicht. Komm her. Einmal zur Seite und einmal Abfahrt. Scheiße, der ist da hochgelaufen. Fail.
Dammit. Dann nehme ich mir hier Schleuderfackeln einmal mit. Hier ist nochmal Material, nehmen wir auch mit. Federn nehmen wir auch mit. So schnell wie möglich die Monsterstufe hochbringen. Jagras nehmen wir auch nochmal mit. Oh. Wer läuft denn jetzt hier noch hin? Haben wir schon. Monster gerade wütend? Nö. Das heißt, in der Theorie könnte ich... Aua. Failen. Nein. Nein. Ich sagte nein. Alter. Er hat aber auch gerade Bock. Wow. Ach komm. Dreckspucke. Oh, ich bin zu häufig getroffen. Nicht gut. What the fuck war das? Kommt hier ein Rater los oder? Nee, das war er schon. Okay. Gibt das schon auf? No. Fuck it. Er will abhauen. Beziehungsweise er haut auch ab. Hallo Anjanat, für dich komme ich auch noch. Ich weiß aber, wo das Nest von dem ist. Habe ich hier eigentlich von Iceborne schon das Laufen? Nee, ne? Nee. Muss ich mir erst freischalten. Weil das ist halt super praktisch, weil währenddessen auch einfach schärfen kannst und so weiter und dich halt trotzdem zum Zielort bewegst. Hallo. Oh. Ach komm. Ja, ich weiß, dass es wütend ist. Aber es macht jetzt auch nichts mehr, weil jetzt kill ich es einfach. Sehr schön. Noch Schwanz abgetrennt. Nochmal extra Materialien. Fallen habe ich ja leider noch nicht. Schalte ich irgendwann mal frei. Ist schon ein bisschen witzig mit dem die ganze Zeit poken. Aua. No. Gut, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Jo. Der letzte Hieb war's. Jetzt kann der Kommandant jemanden entsenden. Sehr gut. Sehen, ob die Schlacke uns zum Sora Magdaros führt. Dann looten wir den mal kurz, gucken uns noch was an Materialien dafür gibt. Hoffentlich eine ganze Menge. Und dann geht's weiter in der Kampagne. Also, so ein Let's Play oder so mache ich halt nicht davon. Ist, glaube ich, zu aufwendig und man muss halt sagen, die Story ist so meh. Aber ich zeige halt ein paar Monster. Alle weiß ich nicht, aber einige Story-Monster auf jeden Fall. Kommt halt drauf an, wie die Fights laufen und am Anfang jetzt im Endeffekt erstmal sehr, sehr, sehr viel Gunlands. Und da muss ich halt auch ein bisschen üben, dass ich die Kombos besser hinkriege. Propane frisst erstmal eine Wurst.
auch gut. Puke Puke Schuppe. Okay. Giftbeutel ist auch gut. Monsterkochen M. Und noch eine Schuppe. Schade. Aber die guten Materialien gibt es sowieso erst in den höheren Rangstufen. Dann gucken wir mal, was wir in Astera dazu zu sagen haben. Hast du gut gemacht. Jo, genau gar nichts. Okay. Ist leider nicht alles vertont. Also, aber wie gesagt, die Story ist auch nicht die Stärke von Monster Hunter. Die Stärke von Monster Hunter ist halt das Monster Hunten. Wer hätte es gedacht? So, Pugi. Komm mal mit. Ich will dich nochmal hochheben. Nein, nicht dahin. Ich weiß, da willst du auch hin. Aber irgendwo gab's ein Kleidungsstück. War es hier? Ja komm, wühl. Sehr gut, jetzt hat er was. Outfit erhalten, Packschwein. Und ein Stahlei. Nice. Dann Kleidung ändern. Outfit ändern, Packschwein. Packschwein ist cool. Pugi ist total niedlich. Outfitfarbe ändern wir auch. So? Ja, ne? Das machen wir mal. Was wir aber auch gerne machen können, fällt mir gerade so auf, oder ein, dass ihr gerne auch mal kommentieren dürft, wenn ihr eine andere Waffe sehen wollt. Wichtig, es sollte eine Waffe sein, die ich nicht spielen kann, beziehungsweise die ich selten bis gar nicht gespielt habe. Also, wir können da gerne in der Schmiede nochmal kurz drüber gucken. Schmiede. Dann gucken wir hier mal. Ausrüstung schmieden. Ja, ist okay. Waffen. So, also, Großschwert habe ich so, ich würde sagen, 200 Jagd-Erfolge mit. Ist so semi-okay. Also, ist, gefällt mir nicht so richtig gut, aber ist jetzt auch nicht so richtig scheiße. Langschwert habe ich, glaube ich, vergleichsweise viel gespielt. Ja, okay, viel vielleicht auch nicht. Da habe ich so ungefähr 300 bis 400 erfolgreiche Hands mit. Doppelklingen ist halt meine Mainwaffe bei Monster Hunter Rise. In World habe ich die selten gespielt. Würde ich aber jetzt hier nicht spielen. Schwert und Schild habe ich weder in World noch in Rise gespielt. Nur, ich glaube, 5 oder 6 Mal in Tree. Hammer habe ich schon ein paar Mal häufiger gespielt, ist aber nicht so meins, gefällt mir auch nicht so. Würde ich da auch rausnehmen. Jagdhorn würde ich auch rausnehmen, weil das ist meine standardmäßige Supportwaffe in allen Monster Hunter Teilen. Wenn ich halt irgendwie Low-Level-Leute mitnehme oder so, dann spiele ich in der Regel mal Jagdhorn und halte die einfach am Leben und hau so ein bisschen drauf. Gunlance ist halt das, was ich mit Abstand am wenigsten gespielt habe, glaube ich. Lanze genauso. Morph-Axt habe ich auch nicht viel gespielt. Könnte aber auch nice sein. Energieklinge habe ich viel gespielt. Insektengläfer habe ich viel gespielt. Leichtes Bogengewehr habe ich gar nicht gespielt. Schweres Bogengewehr habe ich auch nicht viel gespielt. Und Bogen habe ich sehr, sehr viel gespielt. Also im Endeffekt auswählen bitte zwischen Schwert-Schild, Lanze, Gunlance, Morph-Axt, leichtes Bogengewehr, schweres Bogengewehr. Achso, und
Hatte ich Schwertschild gerade gesagt? Ich sag nochmal Schwertschild, Vorsicht, sei aber mit dabei. Na gut, das war's aber im Endeffekt mit dem Video schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.